Hallo liebe Freunde der Aufholjagd! Nachdem zuletzt oftmals Videos aus der Reihe Karrieren auf dem Plan standen, ist in dieser Woche wieder einmal eines der Reihe Bundesliga Historie dran. Am Samstagabend steht das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und dem ersten FSV Mainz 05 an. Ein solches fand auch vor 6 Jahren statt. Und das hatte es in sich. Es ist der 28. August 2010. Der zweite Spieltag der noch jungen Saison 2010-2011. Der VfL hatte nach der Meistersaison 2009 in der Vorsaison nur den 8. Platz belegt und damit zur Enttäuschung der Vereinsführung den Einzug ins internationale Geschäft verpasst. Für den FSV steht nach dem 9. Platz in seiner ersten Saison nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga erst die zweite Spielzeit an. Nachdem Lorenz Günther Köstner den verpatzten Saisonstart der Saison 2009-2010 von Armin Fee bei den Wölfen interimsweise noch einigermaßen bereinigen konnte, hatte VfL-Manager Dieter Hoeneß zur neuen Saison Steve McLaren verpflichtet. Bei den Mainzern sitzt Thomas Tuchel nach seiner ersten Saison als Cheftrainer in der Vorsaison weiter auf der Trainerbank. Der für seine Heimstärke bekannte VfL ist auch angesichts seiner individuellen Klasse klarer Favorit. Hatte erst 2 Tage vor diesem Duell den ehemaligen Bremer Spielmacher Diego für 15 Millionen Euro von Juventus Turin verpflichtet. Dieser hatte bei seiner Vorstellung vollmundig angekündigt, dieses Jahr wird das Jahr der Siege in Wolfsburg. Ungeachtet der nur kurzen Eingewöhnungsphase bei seinem neuen Verein bietet McLaren seinen neuen Superstar nach nur einer Trainingseinheit auch direkt in der Startelf auf. Diego soll gegen die Mainzer den Wolfsburger Topstürmer Edin Dzeko mit Bällen versorgen. Und die mutige Aufstellung wird sofort belohnt. Diego und Dzeko harmonieren von Beginn an, als hätten sie schon Jahre miteinander gespielt. Der Brasilianer zaubert, völlig befreit von sämtlichen Defensivaufgaben, während sich Dzeko seiner einzigen Aufgabe dem Toreschießen widmet. Bereits nach 23 Minuten nutzt der Bosnier eine missglückte Kopfballrückgabe des österreichischen Linksverteidigers Christian Fuchs, setzt sich gegen Svensson durch und kurvt Mainz-Keeper Wettklo und schiebt zur Führung für den VfL ein. Keine 5 Minuten später ist Dzeko erneut am Ball, spielt ein Doppelpass mit Mario Mandzukic und schiebt überlegt zum 2:0 ein. Doch auch Diego will seinem Offensivpartner in nichts nachstehen. Nachdem Dzeko in vorderster Linie einen Fehlpass von Svensson erzwingt, bekommt der neue Wolfsburger Spielmacher den Ball, verzichtet vor Wettklo den Ball auf den freistehenden Sturmkollegen abzugeben und umkurvt seinerseits den Keeper, um nach nur einer halben Stunde zum 3:0 einzuschieben. Bereits jetzt ist die Partie eigentlich entschieden und nur die Höhe des Wolfsburg-Sieges ist noch fraglich. Die Fans auf der Tribüne sind verzückt von ihrem neuen Superstar, der sich sofort in das Wolfsburger Gebilde eingefügt hat und eine glanzvolle Saison verspricht. Auch der Anschlusstreffer durch Morten Rasmussen, der einen Soto-Schuss geschickt zum 1:3 abfälscht, kann die Stimmung in der Volkswagen Arena zur Halbzeit nicht trüben. Dass sich dies bald ändern wird, ahnt zu diesem Zeitpunkt noch niemand. Einzig die Mannschaft des FSV scheint die Hoffnung noch nicht verloren zu haben und kommt wie ausgewechselt aus der Kabine. Nach nur 3 Minuten lässt Louis Holpi auf der rechten Außenbahn 2 Verteidiger des VfL alt aussehen und legt den Ball auf Elkin Soto, der dieses Mal genauer zielt und den Ball aus halblinker Position zum 3:2 einschießt. Die komfortable Führung, die der VfL sich bis kurz vor der Pause erarbeitet hatte, ist auf einmal Geschichte und es kommt noch dicker für die Wölfe. Denn nur 10 Minuten nach dem 3:2 erzielt André Schürrle, der zur Pause für Sami Alagui gekommen war, aus 25 Metern den umjubelten Ausgleich. Die 3-Tore-Führung, die sich Wolfsburg nach 30 Minuten erspielt hatte, ist nur 30 Minuten später egalisiert und das Spiel geht völlig offen in sein letztes Drittel. Auch der VfL bemüht sich jetzt wieder mehr, doch die Mainzer Hintermannschaft hat sich inzwischen besser auf die Millionenoffensive der Wölfe eingestellt und verteidigt das eigene Tor nun erfolgreicher. Die erste Chance für die Hausherren im zweiten Durchgang ergibt sich daher erst in der 65. Minute, doch dieses Mal hat Edin Dzeko mit seinem Kopfball das Nachsehen und kann nicht seinen Hattrick und die Führung für den VfL erzielen. Mainz ist inzwischen die bessere Mannschaft und hat eine Viertelstunde vor dem Ende durch Schürrle die Chance auf den Siegtreffer. Doch Simon Kjær kann klären, bevor der 19-Jährige einschießen kann. In der 85. Minute hat der Däne dann aber doch noch das Nachsehen, als der ebenfalls eingewechselte Adam Scholloy im Strafraum an den Ball kommt, sich geschickt um seinen Gegenspieler dreht und den Ball zum 3:4 an Diego Benaglio vorbei ins Tor befördert. Die Mainzer Fans auf der Tribüne hält es nicht mehr auf den Sitzen, hat ihre Mannschaft doch gegen den millionenschweren VfL Wolfsburg nach 3:0 das Spiel gedreht. Der VfL vermag es indes nicht mehr, in den verbleibenden Minuten noch den Ausgleich zu erzielen, zumal inzwischen auch die Stars Edin Dzeko und Diego abgetaucht sind. So endet das Spiel 3:4 und der VfL verliert nach der Auftaktpleite gegen den FC Bayern auch das 2. Spiel der Saison, während der FSV Mainz nach 2 Spielen mit 6 Punkten von Platz 3 grüßt. Für beide ist diese Partie richtungsweisend.
Der VfL Wolfsburg entlässt noch während der Saison seinen Trainer Steve McClaren und verpflichtet, nachdem Pierre Littbarski den Posten interimsweise für 5 Spiele besetzt hatte, den auf Schalke entlassenen Wolfsburger Meistertrainer Felix Magath, unter dem die Wölfe erst am letzten Spieltag den 15. Tabellenplatz und damit den Klassenerhalt sichern. Der FSV soll mit dem 5. Platz am Ende der Saison erstmals den Einzug in die UEFA Europa League schaffen und spielt seine bis heute beste Saison der Vereinsgeschichte. So Freunde, das war die 2. Folge Bundesliga Historie. Ich hoffe, euch gefällt dieses Format ebenfalls. Karrieren kommt ja zumindest immer gut an. Wenn ja, dann lasst es mich doch gerne mit einem Daumen nach oben wissen. Ich wünsche euch eine gute Woche und spannende und aus deutscher Sicht hoffentlich erfolgreiche Viertelfinals heute und morgen Abend. Sportliche Grüße, bis bald!